dass Heidi Klum, 45, und Tom Kaulitz, 29, aktuell verliebter denn je sind, bewiesen sie zuletzt eindrucksvoll mit ihrem Knutschauftritt bei den Golden Globes. Doch offenbar ist nicht jeder begeistert über die Turtelei der Lovebirds, im Gegenteil. Es war die Liebesnews des letzten Jahres. Im Mai 2018 machte Heidi Klum ihre Beziehung zu Tokyo Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz öffentlich und der hatte für seine Liebste zu Weihnachten bereits ein ganz besonderes Geschenk überlegt. An Heiligabend stellte der 29-Jährige dem Model offenbar die Fragen aller Fragen, wie ein Instagram-Schnappschuss vermuten ließ. Ich habe, ja, gesagt, schrieb die 45-Jährige zu dem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Turteltauben bis über das ganze Gesicht strahlen. Auch bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt nach der Verlobungsnews hätten die zwei wohl kaum glücklicher wirken können. Bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes strahlten Heidi und Tom um die Wette und zeigten der ganzen Welt ihr Liebesglück. Immer wieder küsste sich das verknallte Paar und hielt fast durchgehend Händchen, ach, zu süß. Einer, der das allerdings etwas anders zu sehen scheint, ist Schauspieler Antonio Banderas. Der 58-Jährige soll laut dem WHO-Magazine sogar ziemlich genervt von der Liebesshow der Lovebirds gewesen sein. Weiter heißt es, der Hollywood-Star konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen, soll Banderas über den Knutschauftritt von Heidi Klum und Tom Kaulitz gesagt haben und schließlich Abstand zu den beiden gehalten haben. Ähnlich soll es Sängerin Janelle Monáe ergangen sein, die ebenfalls zu den Tischnachbarn des Paares gehört haben soll. Glaubt man dem US-Portal, so soll die pompöse Hochzeit in Deutschland, genauer gesagt in Köln stattfinden. Neuesten Gerüchten zufolge könnte das Model in einem eng anliegenden, weißen Kleid vor den Traualtar treten. Bislang äußerten sich allerdings weder das Model, noch Tom Kaulitz zu den Hochzeitsgerüchten. Glaubst du, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz in Köln heiraten werden? Stimme in unserer Umfrage ab.